Lermoos war Austragungsort des 5. Zugspitz-Seifenkisten-Grand Prix 2015. Grandios, was hier beim 5. Seifenkistenrennen in Lermoos alles geboten wurde. Kreativität, soweit das Auge reichte. Findig ausgetüftelte Objekte gingen an den Start und ein spektakuläres Rennen sorgte für Spannung. Ja, das heuer schon das 6. Mal ist, haben wir schon ein bisschen Routine und geht flüssig über die Bühne. Die letzten 2 Wochen haben wir uns dann wirklich intensiv damit beschäftigt. Heute haben wir aufbauen angefangen um 9 Uhr vormittags mit Helfern vom Tourismusverband und vielen freiwilligen Helfern und somit haben wir das relativ zügig über die Bühne gebracht. Bei den Veranstaltern lief es sehr professionell ab. Alle teilnehmenden Vehikel mussten sich einer technischen Abnahme mit Sicherheitsprüfung unterziehen. Ja, Bezug zur Sicherheit ist bei uns ganz wichtig, Überrollbügel, also falls es hier, wo man gesehen hat, Sattler's Cone haben wir richtig scheppert, da so ein Sicherheitsbügel da ist, dann ist Helmpflicht und natürlich der Radstand sollte die gewissen Maße haben, dass er nicht so schnell umfliegt. Ja, wir sind circa mit 30 bis 35 Helfer da. Wie gesagt, Arbeiter vom Tourismusverband, Freiwillige Feuerwehr, die 7 Brennteufel helfen fleißig mit. Sie haben auch die Bewirtung unten am Kirchplatz, wo es Trinken und Essen alles gibt. Teilnehmer haben wir 25 Fahrer mit 13 Kisten und 6 Kisten fahren in der Teamwertung. Attraktion und Action ließen nicht nur Bastlerherzen höher schlagen, sondern sorgten bei den Teilnehmern und manchmal sogar bei den Zusehern für einen Adrenalinkick. Keine Motoren heulten, dafür aber waren die lauten Rufe des Staunens oder des Schrecks zeitweise ohrenbetäubend und schrill. Die Zuschauer feuerten die waghalsigen Rennfahrer an und hin und wieder kam es auch zu einem Sturz, aber Gott sei Dank trugen alle Piloten Sturzhelm und Schutzkleidung. Der erste Lauf ist nicht so gut, da hat es mich gedreht in der Kurve, Sattler's Corner. Aber noch, ja, gibt so eine gute Zeit das erste Mal, aber das zweite Mal ist jetzt auch ein bisschen besser gegangen, da bin ich zwar quer gekommen, aber gleich wieder weitergefahren. Tollkühne Piloten flitzten mutig mit bis zu 30 km/h über den Asphalt mit dem Bestreben, in Ideallinie und unter Speed schnellstmöglichst durchs Ziel zu gelangen. Super, hey, gewaltig. Ja, im Sattler's Corner, da ist toll ruppig. Das Spektakel zog Neugierige aus nah und fern in den Bann und war eine toll organisierte Veranstaltung, die wohl noch länger für Gesprächsstoff sorgen dürfte und Ideen für 2016 keimen lässt. Früher haben wir ein bisschen andere Rohre drauf, ein bisschen anders gelagert, alles ein bisschen optimiert. Super. Strecke ist, ja, Sattler's Corner ist nach wie vor eher knapp. Die Bremse ist nur vorne durch den Sohlzug, geht hinten zurück auf ein Gestänge, auf die Hinterräder, ganz einfach gemacht eigentlich. Aber mehr braucht es eigentlich auf der Strecke. Also starten dort beim Hotel Rustica, da ist die Rampe, wo es weggeht und dann geht es vorbei am Hotel Bellevue und beim Sporthotel Bechtel bis zum Ansitz Felsenheim rein in Sattler's Corner.
Und da wird es dann richtig kritisch, da ist unsere Schlüsselstelle. Mittlerweile hat sich ein Name eingebürgert, das heißt Sadlers Corner. Da gibt es den einen oder anderen Unfall immer, aber der die richtig anfährt, kann den Schwung mit rausnehmen, vorbei am Alpenhof, Hotel Post und ins Ziel. Und die Streckenlänge ist 600 Meter, aber wie gesagt, die Schlüsselstelle, Sadlers Corner, da entscheidet sich, wer gute Zeit ins Ziel bringt und wer nicht. Zum Schluss wurden natürlich die Sieger gekürt. Dabei galt es übrigens nicht nur die beste Zeit zu erzielen, sondern die Jury wertete auch das Design der Seifenkiste und des Fahrers. Ja, die Hammerhandkurve, das ist schwierigste, da musst du immer ein bisschen davor bremsen, weil wenn du nicht bremst, stellst du dich auf. In der Einzelwertung hatte Franz Knittel vor Tom Knittel und Leonhard Oswald die Nase vorn. Rechtzeitig gebremst und viel Druck im Reifen. In der Teamwertung gewann Team Montana Keller vor Bauernstube 1 und Bergkristall. Ja gut, das ist jetzt eine Kiste mit Einzelradaufhängung, Zweikreisbremssystem und ja, gute Verteilung, wie beim Auto auch. Also vorne 80, hinter 20. Das heißt, wenn man bremst, blockiert nichts und er rutscht dann nicht weg. Also man kann in der Kurve nur ein kleines bisschen bremsen. Alles komplett selber gebaut, ja. Mit meinem Sohn, wir zwei haben geschraubt. Also gut über 200 Stunden. Ja.